Ja, hallo. Hallo. Schön, ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Dismann von der Deutschen Trauerfallvorsorge. Spreche ich jetzt mit Herrn Hans Maulwurf? Nein, möchten Sie Herrn Maulwurf sprechen? Ja, wenn das möglich ist, gerne. Ja, einen kleinen Moment bitte. Ja, danke. Ja, Herr Maulwurf. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Maulwurf. Mein Name ist Dismann von der Deutschen Trauerfallvorsorge. Ja. Ich rufe an zum Thema Vorsorge, Sterbegeld, darum geht's genau. Wer ist gestorben? Niemand ist gestorben, Herr Ah, Maulwurf. sehr gut. Ja, das ist ja eigentlich eher gedacht, um Ihre Familie abzusichern, falls Ihnen mal was passiert. Ach Haben Sie so. Familie, Herr Maulwurf? Ja. Ja, also es ist ja so, die gesetzlichen Krankenkassen, die zahlen kein Sterbegeld mehr aus. Das war ja früher so, das ist ja seit 2004 ersatzlos gestrichen worden. Ja, das ist ja Und länger her schon, diese Sauerei. ja, na, so ist das. Und ja, jetzt ist ja jeder selbst verantwortlich. Das heißt, da haben Sie die Möglichkeit eben über so eine Sterbegeldversicherung Ihre Hinterbliebenen vor eventuellen finanziellen Schwierigkeiten zu bewahren. Denn so eine Beerdigung kostet ja doch eine Menge Geld. Haben Sie schon mal eine ausrichten müssen? Ja, das ist meine Frau, die ist vorletztes Jahr von mir gegangen. Das tut mir leid. Ja, das ist Ja. dann immer, na, das ist ja dann auch schwierig. Ja, das ist richtig. Und ja, und wie hatte sie denn da vorgesorgt oder wie haben Sie das alles Ja, es ist ja machen können? im Prinzip, ich habe das alles nicht aufbringen können. Und dann haben Ja. die von der Organisation, wo ich die eigentlich beauftragen wollte, die haben das dann zur Uniklinik vermittelt. Die haben das quasi aufgekauft für Forschungszwecke. Ach so. Ja, Okay. ich Ja. kann mich immer Haben Sie das? selber hören bei Ihnen. Können Sie das mal Ja, da. abstellen? Nee, da, ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Das tut mir leid. Das höre ich denke auch schon jetzt immer wieder. Also ich habe da keinen Einfluss drauf, Das Herr ist ja Maulwurf. schrecklich. Ja, schrecklich. Kann ich mir vorstellen. Habe ich manchmal auch, aber zum Glück im Moment nicht. Herr Maulwurf, haben Sie denn noch Kinder oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, das ist mein Haushälter, mit dem Sie gerade gesprochen haben. Der ist wie ein Sohn für mich geworden. Ach so, okay. Ja, Ja. also wie gesagt, es ist ja eine sehr schwierige Situation für Sie. Ich kann Ihnen, wie gesagt, ich biete ja eine Sterbegeldversicherung an, wo Sie mit monatlichen Beiträgen eben eine bestimmte Summe absichern können, die dann bei Tod ausgezahlt wird. Ich weiß ja nicht, ob das für Sie in Frage kommt. Was würden die denn dann bekommen? Ja, Sie können zwischen 3.000 und 15.000 Euro absichern. Also das Niedrigste sind ja 3.000 Euro. Ja. Da ist der monatliche Beitrag ja nur noch vom Einstiegsalter abhängig. Das wären in Ihrem Alter 30,13 Euro und Sie wären bei Unfalltod sofort versichert ab dem ersten Tag. Und bei natürlichem Tod haben Sie eine kleine gestaffelte Wartezeit, weil hier auch keine Gesundheitsfragen gestellt werden. Was bedeutet das bitte? Das heißt, wenn Sie jetzt direkt im ersten Jahr versterben würden, also nicht durch Unfalltod, sagen wir mal durch Krankheit oder Ja. natürlichen Tod, dann würden auf jeden Fall die Beiträge zurückgezahlt, die bis dahin eingezahlt worden sind. Na, das bringt mir Aber dann ja nichts mehr, wenn ich tot bin. nein, Ihnen nicht. Ich sag doch, das ist eigentlich eine Vorsorge für Hinterbliebene, für Ja. Menschen, ne? Also das ist eben die Frage, ne? Wenn Sie sagen, Sie haben so niemanden mehr, trotzdem werden Sie ja bestattet und da können Sie eben vorsorgen auf dem Weg, dass eben Geld bereit liegt, damit so eine Bestattung dann auch stattfinden kann Ja, in und irgendeinem Rahmen. wie lange muss man dann warten, bis man sterben darf? Nein, so ist es ja nicht. Also haben nach einem Jahr, also nach einem Jahr würden schon 60% der Summe und nach 2 Jahren dann auch bei jedem Tod, der nicht Unfalltod ist, eben auch die ganze Summe ausgezahlt. Ja, Ja, und was also ist denn das. in, die Zeiten werden ja immer schrecklicher. Was ist denn in, wenn man in Folge von einem Verbrechen verstirbt?
Wenn man, ja, dann ist es ja, dann ist es kein Unfalltod, ne? Es ist Ja. kein Unfalltod, aber sie sind ja trotzdem versichert, denn es ist ja sogar Selbstmord versichert, ja? Das allerdings dann erst nach 3 Jahren. Ja, Und wie also viel das würden die würde, dann nach 3 Jahren bekommen? ja, auch die vereinbarte Summe. Ne, also wenn Sie jetzt, na, also ne, das da geht, das ist ja eine Ausnahme. Also Freitod Ja. ist das Einzige, was erst nach 3 Jahren in voller Höhe versichert wird, ja die 3.000 € und dann gegebenenfalls noch zusätzlich Überschussanteile, die in der Zeit entstanden sind. Das heißt, Ja? wenn ich jetzt nach 3 Jahren aus dem Fenster springe, dann kriegen die 3.000 Euro. Ja, ne, zum Beispiel, genau. Sagten Also Sie das vorhin nicht was von 15.000 oder noch mehr? Nein, ich habe gesagt, Sie können zwischen 3.000 und 15.000 € absichern. Ja. Nur, das ist dann natürlich in Verbindung mit Ihrem Alter, ist das jeweils dann natürlich ein anderer monatlicher Beitrag. In Ihrem Alter wird es ja dann schon ziemlich teuer. Wenn Sie jetzt 15.000 € absichern möchten, dann müssten Sie ja monatlich 144 € zahlen. Ja, Oh. das hängt damit zusammen, dass sie ja schon relativ alt sind, sag ich mal. Also, Ja. ne, denn bis 75 sind sie überhaupt nur versicherbar, danach sind sie ja nicht mehr mit monatlichen Beiträgen versicherbar. Das ist also die Grenze, wo die Sterbegeldversicherung sie dann auch nicht mehr aufnehmen könnte. Das ist ja schrecklich. Ja, ich will das jetzt auch nicht so ausweiten. Das ist ja bei fast allen Sterbegeldversicherungen so, dass Ja. die maximal, ne, ist ja klar, das kann ja dann einfach, das ist ja dann für Sie auch schwierig, weil so viel Ja. Geld monatlich, ne, also trotzdem, Herr Maulwurf, wenn es Ihnen am Herzen liegt, Sie haben ja auf jeden Fall einen Vorteil, denn Sie zahlen ja nicht bis tot ein. Ich weiß ja nicht, wenn Sie sehr alt werden. No, dann sind Sie ja mit 85 schon beitragsfrei gestellt, sind Ja. trotzdem versichert. Es werden auch zusätzlich dann noch Überschussanteile ausgezahlt zu der vereinbarten Summe. Das ist auch dann steuerfrei bei Auszahlung und Sie können ein oder maximal 3 Leistungsempfänger hinterlegen, die das Geld dann erhalten. Kriegt Ja? das dann jeder oder müssen die das aufteilen? Nein, wenn Sie 3 Personen hinterlegen, bekommt jeder einen Anteil. Ja? Zum Oh. Beispiel 30, 30, 40 oder ne, bei 2 Personen sind es 50, 50. Also das Verhältnis können Sie auch Kann man das bestimmen. auch, weil ich habe so einen Halbbruder. Das ist im Prinzip ist das mein Erzfeind, dass mein Haushälter 99 und mein Bruder einfach nur, um dem noch mal eins reinzuwürgen, 1% bekommt. Ach so, also das weiß ich nicht, ob das Verhältnis möglich ist, aber Sie können außerhalb der gesetzlichen Erbfolge können Sie jemanden festlegen, der das Geld dann erhält. Ja, Das hat jetzt, wenn, ne, sonst würde die gesetzliche Erbfolge in Kraft treten, aber wenn Sie jemanden eintragen, dann hat der Vorrang. Dann würde er Ja. das Geld erhalten, wenn er eine Sterbeurkunde vorlegt und eine Bankverbindung angibt, würde ihm das Geld dann überwiesen. Können Sie das mal abklären, ob ich das mit dem Prozent machen kann für meinen Bruder? Mit dem 1%. Nee, Ja, das bitte. funktioniert nicht. Das geht nicht, Herr Maulwurf. Was Das ist geht denn nicht. da die geringste Rate? Ich werde ja auch mit 0,1% einverstanden. Ach, ja, das mag sein, aber das geht nicht. Sie können 2 Leistungsempfänger hinterlegen im Verhältnis, glaube ich, 70 zu 30%. Das können Sie machen. Das ist viel Ja. zu viel. Der hat da mein Meerschweinchen genommen. Also. Ja, das ist natürlich tragisch. Nur nach all den Jahren sollte man das vielleicht mal verarbeiten, denn Nein. ich war nein. Ich bin mit denen schon beim Familientherapeut gewesen und das hat dann im Prinzip ist das vor dem Hamburger Landgericht dann zustande gekommen, weil ich den mit den Tisch geschlagen habe. Naja, Halbbruder ist ja so eine Sache, ne? Dass wenn man so zwangsweise dann auch noch einen Bruder hat, das kann ich mir auch schwierig vorstellen, Herr Maulwurf. Ja. Bloß das können wir jetzt,
Das kann man nicht über die Sterbegeldversicherung klären. Ich dachte, da Also kann das man geht denen noch nicht. mal so einen verbalen Schlag auf die 12 geben damit. Ja, können das Sie stimmt dann, schon, aber... Vielleicht können wir das ja anders, vielleicht können Sie denen ja einen Brief schreiben, dass ich gestorben bin und 2 Stunden später rufe ich ihn an und dann ist er sehr enttäuscht. Ja, da müssen Sie jemand anders mit beauftragen, Herr Maulwurf, also das kann ich nicht machen, Ach, ja. Das ist ja auch... Aber Das kann man für den ja. Kunden, kann man das doch mal machen. Ja, aber Sie sind ja erstens mal kein Kunde und selbst dann sind wir ja nicht dazu befugt. Na, also das ist ja, ich bin ja jetzt nicht Ihre Privatsekretärin. Dann würde ich das vielleicht machen, weil Sie mir den Auftrag geben. Aber na so nicht, Herr Maulwurf. Ja, kann ich Ihnen das dann, dass Sie mich später noch mal anrufen, dass Sie, kann ich Ihnen das diktieren und dann dürfen Sie mir die Rechnung schicken. Herr Maulwurf, ich glaube, nee, ich bin ja hier beschäftigt, na, und ich rufe ja an zum Thema Sterbegeld. Wenn Sie mir sagen, ist für Sie nicht interessant, ist für mich in Ordnung, aber das kann ich nicht leisten. Tut mir leid, Herr Maulwurf. Ja, das, ich finde das ja sehr interessant, aber das wäre halt schon eine schöne Zusatzmöglichkeit für mich gewesen, weil das ist, ich kann jetzt schon nicht mehr laufen und alles, und jetzt, mein Lebensinhalt ist eigentlich nur noch meinen Bruder zu verarschen. Ach so. Ja, ja, traurig genug, Herr Maulwurf, ja. Das finde ich auch. Also neulich, da habe ich den einfach mal hier solche sexuellen Sachen bei Amazon bestellt und habe dann im Fernglas geguckt, wo die denen das geliefert haben. Haben Sie ah, ja. da vielleicht ja. noch Ideen? Was würde Sie denn sehr stören? Herr Maulwurf, ich habe da leider keine Ideen, ja. Tut Aha. mir leid. Wie, ich würde mal sagen... Machen Sie sich, also ich, na, da kann ja. ich gar nichts zu sagen. Tut, ne, Herr Maulwurf, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich gehe mal davon aus, also die Sterbegeldversicherung an sich ist für Sie nicht so interessant. Ne? Ja, Sie können das ja, was würde das im Monat kosten? 30,13 €. Ja, muss das denn Verwandter sein oder kann ich da auch eine gemeinnützige Vereinigung wählen? Ja, ich meine, es muss ja jemand sein, der dann die Beerdigung organisiert oder ausrichtet. Das muss ja dann gegeben sein. Sie können ja. wählen, wen Sie möchten. Ja, Sie können da eintragen. Dann können wir ja die Frau Merkel eintragen, weil die mich ja schlussendlich ins Grab bringt. Okay, machen wir es so, Herr Maulwurf. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ja, für Sie auch. Auf Wiederhören. Rufen Sie gerne wieder an.